Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Plus. Ich bin der Jan, das ist der Renault Scenic. Und wenn ihr da draußen wollt, schauen wir uns jetzt gemeinsam sehr detailliert den Kofferraum an. Ich habe alles ausgemessen, ich werde diverse Gegenstände einladen. Und am Ende dieses Videos solltest du ein sehr gutes Gefühl dafür haben, wie viel wirklich in den Scenic reinpasst und ob er das richtige Auto für dich ist, zumindest in Bezug auf den Kofferraum. Unser Testwagen kommt mit einer elektrischen Kofferraumklappe. Die kann ich einmal über einen Schalter im Innenraum öffnen oder hier über den Funkschlüssel oder eben hier über einen Taster oberhalb des Kennzeichens, dann fährt die Klappe auf. Ich kann die Klappe in der Höhe oder in der Öffnungshöhe programmieren, über den Knopf einfach hier in die Höhe ziehen, mit der man öffnen möchte, dann den Knopf gedrückt halten, bis zweimal schräg gepfiffen wird und dann öffnet die Klappe künftig nur noch so hoch. Ich habe auch einen Einklemmschutz, sowohl hier im oberen als auch im unteren Bereich. Der Scenic kommt mit einem Kofferraumvolumen von 545 Litern. Wenn ich die Rücksitzbank umklappe, das werden wir auch gleich noch tun, dann bekomme ich ein Ladevolumen von 1670 Litern. Um ein Ravenol-Ölfass hier in den Kofferraum zu laden, muss ich erstmal 79 cm nach oben kommen. Da gibt es hier eine Plastikkante, auf der kann ich absetzen. Und dahinter geht es 11 cm wieder nach unten. Wenn ich unter der Klappe stehen können möchte, sollte ich nicht größer sein als 1,85 Meter. Und wenn ich die Klappe in der Garage öffnen möchte, brauche ich eine lichte Höhe von 2,05 Meter. Habe ich die nicht, habe ich euch eben gesagt, kann ich die Klappe auch in der Höhe programmieren, dass sie nicht ganz so hoch öffnet. Ja, und dann schauen wir uns den Kofferraum genauer an. Ich fange mal hier ganz oben an. Da habe ich eine Lasche und die ziehe ich über den Nippel. Das mache ich natürlich an beiden Seiten. Und hier sieht man, die Heckablage hat ein richtiges Scharnier und ich muss die nach oben drücken. Und dann kann ich die hier ausbauen. Die Sichtseite, die ist mit Filz besprüht. Die Rückseite, da sieht man es, dass Presspappe ist. Wo ich gerade oben war, hier habe ich noch zwei Zuziehhilfen, wenn die Klappe nicht elektrisch ist. Und da der Knopf, den ich nutzen kann zum Programmieren. Auf der rechten Fahrzeugseite habe ich einen Taschenhaken, einen 12-Volt-Anschluss und eine Kofferraumbeleuchtung. Auf der linken Seite nur den Taschenhaken. Hier unten, da habe ich eine Zuröse und das Pendant dazu ist im vorderen Bereich. Das sind jeweils Metallzurösen. Und dann kann ich den Ladeboden anheben. Da habe ich jetzt ein richtig großes und tiefes Staufach, wo ich die ganzen Ladekabel unterbringen kann. Und hier an der Seite ist dann das Tire-Kit verstaut. Ich kann den Bereich aber noch weiter anheben. Dann habe ich hier das Safety-Pack. Und noch ein weiteres Staufach. Jetzt sieht man die Zurösen auch besser. Allerdings würde ich euch empfehlen, das Safety Pack immer woanders hinzulegen, dass, wenn der Kofferraum voll ist, ihr nicht alles wieder ausladen müsst. An der linken Seite habe ich zudem dann hier noch ein kleines Staufach. Mit gebührendem Abstand zum Stoßfänger komme ich hier an die Entriegelung der Rücksitzbank. Das ist aber ein bisschen nervig gelöst mit so einer Schlaufe, die man hochziehen muss. Und dann kann ich den Kollegen umwerfen. Das geht natürlich auf beiden Seiten, wenn ich die Schlaufe richtig fassen kann. Also, insgesamt kann ich aber im Verhältnis 40-20-40 umklappen. Wir haben hier zwar eine ebene Ladefläche, aber nur bis zu dem umgeklappten Rücksitzbankhälften. Da gibt es eine richtige Stufe. Und dann steigt das Ganze nach vorne hin auch noch an. 96 cm Breite habe ich hier an der schmalsten Stelle zwischen den Radkästen, 75 cm Höhe am Einstieg und 48 cm habe ich eben ausgemessen, ist die Höhe bis zum Sichtschutz. Was die Tiefe hier im Kofferraum angeht, wenn ich hier oben am Punkt messe, von der Rücksitzbank bis zur Heckklappe, dann habe ich 53 cm Tiefe. Hier unten sind es 81 cm. Klappe ich die Rücksitzbank um, bis zur Lehne habe ich 1,46 m. Und wenn ich den Beifahrersitz noch ganz nach vorne schiebe, dann kann ich hier Gegenstände einladen mit einer Länge von 1,86 m. Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt. Ich habe ehrlich gesagt nicht mitgezählt. Oben 6
und unten 7. Das sind also 13 Kisten Wasser, die ich hier in das Auto bekomme. Und das ist schon fast Gardemaß, ne? Da passt nicht mehr viel zwischen. Ich habe auch hier ordentlich geladen, da steht nichts über. Noch ordentlicher wäre es allerdings, wenn man das Ganze jetzt auch noch verzurrt. Wenn ich die Rücksitzbank hingegen nutzen möchte, dann passen nur noch 6 Kisten Wasser hier ins Auto. Und das ist auch schon eine ziemlich knappe Geschichte. Der Kollege, den muss ich hier wirklich reinpassen. Das ist gar nicht so einfach, aber es passt. 6 Kisten, wenn ich die Rücksitzbank nutzen möchte. Ja, nur Wasser macht keinen Spaß. Man will ja auch mal einkaufen gehen. Diese Einkaufskisten, die sind meines Erachtens gänzlich ungeeignet zum Einkaufen gehen. Das ist nur, wenn man keine Tasche mitgenommen hat. Aber ich habe jetzt hier rausgefunden, 3 Einkaufskisten ist das Äquivalent für einen Wocheneinkauf für eine 3- bis 4-köpfige Familie. In eine Kiste passt in der Regel der Einkauf für einen Single-Haushalt oder einen Pärchenhaushalt. Wir sind hier bei 2 Kisten, wobei hier passt ja fast noch eine halbe hinter. Die Kiste Wasser ist auch im Auto. Ja, wisst ihr Bescheid. Passt ein Fahrrad in den Kofferraum hier vom Renault Scenic? Und wenn ja, wie bequem ist das? Ich habe eine relativ hohe Ladekante. Dazu ja auch eine Stufe im Kofferraum. Ich drehe mich mal ein. Ich lade eigentlich immer zuerst mit dem Hintern ein, also mit dem Fahrradhintern. Und kann das Fahrrad dann hier reinschieben. Muss aber hier schon das Lenkrad anstellen. Kann aber festhalten, das passt ganz gut. Der Fahrersitz ist auf mich eingestellt. Ich bin 1,80 Meter groß und da stoße ich nicht mal ansatzweise an. Behaupten kann jeder alles. Ich zeige es hier auch gerne. Die Kofferraumklappe schließt problemlos. Dann habe ich jetzt versucht, hier bei genutzter Rücksitzbank das Fahrrad einzuladen. Und das klappt nicht. Es steht deutlich über. Und da hinten bin ich auch schon am Sitz dran. Der Kofferraum ist einfach zu schmal. Ich habe es versucht, das Heck anzuheben, um das Fahrrad irgendwie reinzubekommen. Das geht aber nicht. Da bekomme ich einen Rollstuhl ins Auto geladen. Das ist ein etwas älteres Modell. Und ich habe den mal gekauft bei eBay Kleinanzeigen, weil ich einen brauchte. Normalerweise probiere ich das so als erstes. Dann versuche ich den einmal zu kippen. Ja. Und da sieht man auch schon, das klappt tatsächlich. Es ist zwar nicht perfekt, weil ich da oben dann hier an den Stoffbezug komme, aber es würde zumindest gehen. Und so hätte ich auch noch ein bisschen Platz, um andere Gegenstände einzuladen. Und jetzt würde ich es noch mal probieren, ihn hier ganz herkömmlich in den Kofferraum zu legen. Dann ist dieser aber auch wirklich gut ausgefüllt. Das ist schon alles sehr auf Kante. Und hier habe ich noch ein bisschen Platz für eine Tasche. Doch hier nochmal der Test. Geht er zu? Jawohl. Jetzt steht er da auch noch mit der Leiter, der Vollidiot. Genau, das ist eine Leiter, eine Hilo-Leiter, um genau zu sein. Davon habe ich auch 2, 3 Stück, weil ich die so gut finde. Und die lade ich selbstverständlich hier auch ein. Oder versuche es zumindest. Für mich immer ein Augenblick, um innezuhalten. Nicht nur die Leiter, sondern alle Gegenstände, die ich hier einlade, habe ich ausgemessen, damit ihr da draußen euren Lieblingsgegenstand oder den Gegenstand, den ihr unbedingt einladen können müsst, vielleicht auch vermesst und euch den Gegenstand von meinen aussucht, der am nächsten kommt. Habt ihr jetzt ein Bügelbrett oder ein Snowboard oder ein Surfbrett, dann kommt das wohl am ehesten an die Leiter ran. Und dann könntet ihr jetzt gucken, wenn meine Leiter reinpasst und euer Gegenstand ist kleiner, passt der auf jeden Fall auch. Und ich zeige euch ja immer schon die Abstände, damit euch klar ist, ja, was geht da noch, ne? Und wie viel Platz habe ich da noch? Und dann könnt ihr ja schätzen schon mal ganz gut, glaube ich, ob euer Gegenstand da reinpasst. Die Leiter steht erstmal nicht über. Hier im Innenraum kommt sie auch noch nicht an den Sitz dran. Ich würde hier den Fahrersitz als Maßstab nehmen. Da habe ich ja drauf gesessen. Den Beifahrersitz habe ich nach vorne geschoben. Aber wir können die Leiter halt nicht hinlegen, weil das hier an der Breite nicht reicht. Dafür habe ich aber hier die Möglichkeit, nochmal 20% nachzuklappen. Huch, so wollte ich das nicht. So unelegant. Ja, jetzt passt die Leiter gut. An der Länge hat sich natürlich nichts getan, aber man kann hier sogar noch mit einer dritten Person auf der Rücksitzbank Platz nehmen. Wir spielen wieder eine Runde. Der kleine Jan möchte verreisen. Was bekommt er nicht alles in den Kofferraum? An dieser Stelle wie immer der Dank an die Firma Peak Design, die mich hier mit tollen Taschen ausgestattet hat. Das ist ein Duffelbag hier mit Schultergurt.
65 Liter passen da rein. Ich habe Altkleider und Decken eingesammelt. Und das gibt es dann auch noch hier als Rucksack-Variante. Auch 65 Liter. Davon habe ich also nicht nur zwei, sondern drei Kollegen mit. Das sind übrigens wunderbar robuste Taschen. Und mein Lieblingsstück, ein 45 Liter Fotorucksack. Da passt wirklich mein ganzes Equipment rein. Ich war sehr verwundert, hatte ich in China mit, inklusive Gimbal. Und ist aber gar nicht so billig, ist aber super robust halt auch alles. 45 Liter passen da rein und den Gegenstand, den Remover-Koffer lade ich immer ein. Ich finde, das gehört dazu, wenn man in Urlaub fährt, ne, dass man einen Koffer wenigstens mitbekommt. Hier vier große Reisegepäckstücke, ein kleines Handgepäck. Da kommt eine dreiköpfige Familie, anderthalb Wochen mit aus, nehme ich mal an. Ich rede da immer was, ne? Wenn ich gestern ein Video aufgenommen habe, kann das was ganz anderes sein. Aber gefühlt, ne? Eine Woche für vier Personen, anderthalb für drei Personen, zwei Personen, drei, vier Wochen halt, ne? Und ein bisschen Equipment hast du auch noch dabei. Es folgt der letzte Gegenstand, den ich einlade. Das ist ein Stativköcher. Ich habe früher mal oder bin früher mit einem großen Stativ gereist. Dieser Koffer hat es auch immer wieder in die Kofferräume der ganzen Testautos von Ausfahrt TV geschafft. Und darum will ich nicht drauf verzichten. Man könnte das als Maßstab für ein Golfbag nehmen, eine Jukebox oder. Der braucht 96 cm, der Kofferraum ist gerade 96 cm breit. Ich habe das jetzt wirklich reingedrückt, das gebe ich zu, aber es passt. 514 Kilogramm darf ich zuladen, davon dürfen 75 Kilogramm auf die Dachreling geschnallt werden. Optional gibt es eine Anhängerkupplung mit einer Stützlast von 75 Kilogramm. Mit der darf ich Anhänger ziehen mit einem Gesamtgewicht von 750 Kilogramm. Es sei denn, der Anhänger ist gebremst, dann darf ich gar 1,1 Tonnen ziehen hier mit dem Renault Scenic. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ihr solltet jetzt wirklich einen guten Überblick dafür haben, was hier alles in den Stromer passt und was eben auch nicht. Wenn es euch geholfen hat, ich freue mich selber einen Daumen nach oben oder einen freundlichen Kommentar. Wenn ihr was zu kritisieren habt, freue ich mich über einen konstruktiv-kritischen Kommentar von euch. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle wie immer und sage, bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.